Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 3. Wir haben gerade gespeichert. Ich habe meinen Brandgranatwerfer hier mitgenommen. Und ich kann die Handgranate bestimmt auch so ausrüsten. Genau, so, die habe ich jetzt da liegen. Das kriege ich dann hoffentlich schon irgendwie hin. So, wir schauen uns das hier mal an. Wir wissen ja, dass wir gleich auf jeden Fall... Halt, ich will runter. Nein, ich will runter. So. Wir wissen ja, dass gleich auf jeden Fall noch ein Fischi kommen wird. Oh, der sieht aus wie ein Tyrannosaurus. Der hat auf jeden Fall schöne Zähne. Da ist auch eine Leiter. Was ist da? Handgranate, sehr schön. Da ist auch eine Leiter. Die haben wir vorhin gar nicht gesehen, weil wir daneben runtergekommen sind. Ich frage mich, ob das Sinn macht, hier hinzugehen. Wir haben unten noch den einen Weg, vor dem ich mich gerade drücke. Aber den werden wir auch noch gehen. Ach, hier ist das elektrische Schloss, was wir nicht mehr haben. Und hier sitzen wir. Okay, Sackgasse. Kommen wir nicht weiter. Wie viel habe ich? Ich habe freie Inventarslot. Einen freien Inventarslot, okay. Ich bin mir noch nicht sicher, welche Granaten die besten sind. Ich hoffe, da kriegen wir ein bisschen Tutorial, weil ich mich damit nicht so wirklich auskenne. So, Kanal haben wir abgesucht. Okay, und jetzt müssen wir hier rumgehen. Wo uns gleich... Wo kann ich die ausrüsten? Ja. Wo uns gleich ein Fischi erwarten wird. Immerhin. Die Handgranate regelt das zum Glück. Ich mag das Ausrüsten hier deutlich lieber als in Resident Evil 2. Habe ich mich selbst verletzt? Nein, habe ich nicht. Aber ich brauche doch die drei jetzt zur Sicherheit, falls hier noch ein Fischi kommt. Kann ich nicht raus. Die Leiter soll ich nehmen. Sehr komische Viecher sind das. Aber okay. Müssen wir akzeptieren. So, wir gehen hier mal rein. Ich habe immer Angst, dass unser Freund gleich wieder um die Ecke kommt. Der Dicke. Was haben wir denn hier? Ah, ein Akku. Ja, sehr schön. Oh, der ist aber groß. Warte kurz, aber das kriegen wir hin. Kein Problem. So. Jetzt haben wir ihn. Das war bei Resident Evil schon immer so, war mit dem Inventarmanagement. Huch, was haben wir da? Hochwertiges Schießpulver. Ja, dafür habe ich gerade keinen Platz. Ist gerade schlecht. Sprengstoff A. Brandgranaten. Ja, das macht mir aber keinen Platz, ne? Schießpulver und hochwertiges Schießpulver. Ja, das bringt mir gerade nichts. Ein Liebesbrief. Meine kleinen Lieblinge. Es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen alle hierher geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, an dem ihr geschlüpft seid. Eure kleinen Stümmchen ließen mich mit Stolz erschauern. Eure liebreizenden kleinen Körper, die solch unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hunter-Serie. Und doch befahlen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffen untauglich, wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Sie führten eure fehlende Hitzebeständigkeit und die Tatsache an, dass euch eure zarten Mundwerkzeuge beim frechen Fressen freigelegt sind und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Küsschen geht raus an euch. Aber wir werden es denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pfad beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr, meine geliebten Hammergammas, Huntergammas, wahrhaft überlegen seid. Da hat sich jemand aber in seine Kreation verliebt, ja? Muss man sagen, wie es ist. So, ich würde die Sachen gerne mitnehmen, aber hier ist keine Kiste. Das ist gerade schlecht. Das ist gerade sehr schlecht. Jetzt muss ich ganz bis ins Büro zurück, oder? Ah. Ich hätte halt gern, aber ich kann auch nichts wegschmeißen oder so, ne? Ich brauche das halt alles. Aber ich muss jetzt halt zurücklaufen und ich hoffe, dass mir dann nicht irgendwer in die Quere läuft.
Sicherheitshalber. Lauf! Sei froh, muss ich das nachladen? Ah. Du auch nicht. Aber jetzt habe ich Platz im Inventar, oder? Ja, okay. Ich muss auf jeden Fall nachher nochmal darüber die Sachen mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Essentiell wichtig, aber ich kann jetzt auch erstmal hier reingehen. Kann ich den Akku wieder mitnehmen? Sieht aus. Oh, hier sieht es aus wie bei Ethan. Ethan! Das gibt mir voll die Resident Evil 7 Vibes. Oh Gott. Hier sind die ja auch. Sieht aus wie ein kleiner T-Rex. Finde ich aber nicht so geil, dass die hier plötzlich auch rauskommen. Ja, aber kann ich nicht den Akku ausbauen? Ach, den muss ich wahrscheinlich immer mitnehmen. Gib mir bitte den Akku. Ah, das ist die Gürteltasche, die ich gesehen habe. Ja! Jetzt kann ich mehr Sachen mitnehmen. Sprengstoff, sehr schön. Schießpulver, auch sehr schön. Habe ich eigentlich noch eine Handgranate? Nö, habe ich nicht mehr, ne? Und ich habe nur noch 2 Granaten. Das ist nicht gut. Gibt es hier noch was für mich? Nee. Und den Akku wieder mitnehmen. Gefällt mir aber sehr gut. Ist ein sehr gutes Spiel. Auch wenn es sehr viel Action ist, was ich nicht gut kann. Aber es macht trotzdem Spaß zu spielen. Okay, hier kann ich runter. Kann ich nicht auch hier einfach runter? Wahrscheinlich muss ich da die Treppe, die Leiter runterklettern, oder? Oder kann ich hier einfach runter? Das glaube ich keine gute Idee, oder? Nee. Okay. Ach, das ist die Leiter vom Anfang. Die erste Akkutür. Ich will hier aber noch nicht raus. Ich muss noch in den anderen Raum. Ihr könnt mich jetzt für bescheuert halten, aber ich würde da gerne erstmal hingehen, bevor ich da nachher nicht mehr zurückkomme. Ich habe ja noch 2 Granätchen. Aber ich möchte die Sachen noch mitnehmen. Vielleicht kommt da ja auch keiner mehr. So. So. Und ein Kraut brauche ich auch. So. Jetzt kann ich guten Gewissens zurück.
Ich kenne mich aus. Ich habe mal Orientierung hier. Die Kanalisation ist mein Liebstes. Ich mag es. Mir geht's super hier drin. Mit den Akkus finde ich auch ganz cool. Was haben wir hier jetzt eigentlich alles? Machen wir nochmal ein bisschen Flintmunition. Kann ich den Akku eigentlich mitnehmen? Den kann ich nicht, ne? Dann ist die Tür ja nicht mehr auf. Okay. Ich hoffe mal, dass hier nicht noch einer kommt, aber... Carlos, kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Oh Gott, nee. Mm-mm. Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Sag das nicht zu laut. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Das wird wohl kaum so einfach werden. Siehst du? Der kann alles. Ist das hier der richtige Weg? Oh Gott, ist das hier eine Sackgasse? Ich muss hier raus. Schnell. Ja, aber wo muss ich hin? Kommt schon! Und er grillt! Mein Ohr brennt! Mein Ohr ist gleich am Brennen! Oh Gott, ist das hier eine gute Idee? Ich sollte doch zur U-Bahn. Das hat doch jetzt nichts mehr mit U-Bahn zu tun. Oh, oh. Der hat's aber auch öfter. Der mag mich wirklich. Der ist ja viel schlimmer als der Latexmann. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ich den sehen würde. Das wäre ein alter Kumpel von mir. Oh, hier kann ich speichern. Das ist schon mal sehr gut. Hier kann ich speichern. Das ist sehr wichtig. Die wird gespeichert. Muss ich das jetzt tun? Ja, komm. Machen wir mal weg. Weiß ich nicht, ob es gerade gut ist. Ich glaube, ich verwende das Sturmgewehr viel zu wenig. Aber ich finde es gut, dass es Speicherpunkte gibt. Muss ich sagen. Muss ich nicht alles nochmal machen. Aber es könnte jetzt einen Bossfight mit dem geben. Bist du schon wieder da? Okay, das war schon mal scheiße. Oh Gott, wo ist er denn? Wo grillt er denn? Weiß er, wo ich bin? Kann ich deinen Tank treffen? Oh. Wir müssen uns das erstmal anschauen. Wo ist er denn? Okay, das war dumm. Oh.
Da weiß er, wo ich bin. Ich kann mich immerhin hier verstecken. Oh, jetzt ist er sauer auf mich. Wo ist der Gute denn jetzt? Oh. Okay, das ist nicht eine gute Idee. Er ist meistens schneller als ich. Oh, er jagt mich jetzt. Er will gar nicht mehr brennen. Was haben wir denn hier? Mitnehmen! Was ist das? Mitnehmen! Oh, ich brenne. Toll. Lauf! Der weicht immer aus. Okay, das war dumm. Nee. So fit ist er nicht mehr. Oh. Okay. Aber er ist auf meinen Granaten immer ausgewichen. Huf, ich lebe noch. Ich dachte, ich bin tot. Oh Gott. Ich muss raus hier. Oh Gott. Er kommt. Er muss doch irgendwann auch mal durch sein. Die Sau. Wir müssen nachladen. Das ist immer scheiße. Oh Gott, da kommt er. Scheiße! Doch nicht jetzt. Kombinieren. Das ist meine einzige Chance. Aber ich muss ihn down kriegen. Wo ist denn die Sau? Aber der weicht ihn halt aus. Der muss doch mal wieder down gehen. Nachdem ich mich gefunden hatte, war es okay.
Hoffentlich kommt er jetzt wirklich nicht mehr wieder. Da, jetzt ist halt Arsch, ne? Jetzt wird gependelt. Die Fensterputzer kennen das. Aua. Roll dich ab! Alles easy. Kein Problem für Jill, die macht es. Ja, die hat kein Problem damit. War das der erste Bossfight dieses Spiels? Dann haben wir ihn ganz gut gemacht, würde ich behaupten. Bisschen viel Flintenmunition, aber... Ja, wir haben den. Okay. Ja, wir haben aber noch genug. Ist alles gut. Wir haben noch genug von allem. Ich werde mich mal kurz heilen. So. Carlos, hier Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja. Der Mistkerl ist tot. Gut. Scheiß Karl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Egal. Komm, spar dir das. Ich habe getan, was nötig war. Ich weiß und... Ist hier die Polizeistation? Danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich. Wo ist denn die? Okay, wahrscheinlich über die Drehleiter, oder? Doch. Wer weiß, was jetzt wieder in die Quere kommt. Auf euch habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust. Gibt's hier noch was für mich zum Mitnehmen? Jetzt habe ich das andere Ding weggepackt. Willst du mich verarschen? Mein Bolzenschneider. Oh, ist das nicht der Waffenshop? Der Waffenshop, wo wir auch in Resident Evil 2 waren? Nice. Kann ich den nicht kombinieren? Okay. Ich bräuchte mal meine Kiste. Halt! Mich, Jill! Kendo, dir geht's gut. Gut, ist übertrieben. Es geht doch. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt, hör zu. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? Ja, klar. U-Bahn. Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. So ist es. Du bist ein guter. Was ist? Ein sehr Nichts guter Mensch. Du machst es. Nur schlechtes Timing. Warum? Ja. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Immer doch. Was haben wir da? Ich habe keinen Platz. Ich brauche meine Kiste. Meine Kiste. Ich muss den ganzen Scheiß erstmal loswerden. Das brauche ich gerade alles nicht. So. Wohl die brauche ich vielleicht. Obwohl, jetzt gerade müssen sie mal kurz weichen. Ich brauche das hier wieder. Wobei das bestimmt nichts wird, oder? Mit so einem Mülleimer-Symbol heißt doch bestimmt wegschmeißen. Das ist der mit dem Kind. Ja, den kennen wir aus Resident Evil 2. Ich würde das andere jetzt mal kurz versuchen, ob ich da durchkomme. Sonst kann ich das andere Ding ja auch wegwerfen. Nee, okay, geht nicht.
Nehmen wir einfach einen Schlüssel. Hatten wir den Waffenladen eigentlich erledigt? Oh ne, da liegt noch was. Wo liegt denn hier noch was? Ach, da drüben. Wieder meine Sturmgewehrmunition. Die muss ich immer dabei haben. Weil ich das Sturmgewehr auch schon so gut verwendet habe. So, dann kann ich gleich noch Sachen weglegen. Verstauen, damit ich gleich wieder Platz habe. Verstauen. So, okay. Und einmal speichern, damit es mir besser geht. So, sehr gut. So, jetzt haben wir es, glaube ich, ne? Ja. So, und ich verabschiede mich damit erstmal. Würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir mal, ob wir endlich die U-Bahn erreichen. Das ist ja eigentlich das, was wir die ganze Zeit vorhaben, ja? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!